Bauri, ein ländliches Anwesen in Indien. Und Kama Curry Food, ein indisches Kochbuch. Ich grüße heute Benjamin Prakash hier bei mir, mein indischer Freund. Dankeschön. Benjamin G., schön, dass du gekommen bist. Um gemeinsam hier das neue Buch vorzustellen, ist ein indisches Kochbuch, Kama Curry Food. Zunächst stellen wir den Panierkäse her und bereiten daraus den Shahi-Panier zu. Bei meinem letzten Besuch in Indien durfte ich auch zu Gast in Bauri sein. Bauri heißt diese Ortschaft, aber das ist eine Landwirtschaft. Und da sind die Strohhäuser und so, die Hütten, wo wir uns sehr wohl fühlen. Wir brauchen für 400 Gramm Panier brauchen wir 50 Milliliter Wasser. Wir brauchen Vollmilch, 3 Liter, die kochen wir jetzt als erstes mit dem Wasser auf. Und hinzu geben wir dann noch Sahne und den Saft von 3 Zitronen. Die Zutaten geben wir in den Topf und köcheln diese auf. Den Saft der 3 frischen Zitronen stellen wir zur Seite. Den benötigen wir für die Herstellung des Panierkäse. Und die geben wir dann nachher in die Milch. Während die Milch erhitzt wird, bereiten wir den Shahi-Panier vor. Die Peperoni schneiden wir in kleine Würfel. Knoblauch, Ingwer, Kurkuma, das sind ja eigentlich die Grundzutaten. Die indische Küche und Ayurveda sind eins. Ich würde sagen, das ist eine Bereicherung für die gesunde Ernährung, indische Küche. Bekannt ist natürlich Dal Bhat, das Linsengericht. Dal, Linsen gibt es auch 24 verschiedene. Mhm. Linsen fehlt auch nicht mal, was gekocht wird immer. Beim Essen, also das ist aber welche Linsen man. Nachdem der Panier durch ein Tuch ausgedrückt wurde, pressen wir ihn auf einem flachen Teller nochmals in Form und stellen ihn kalt. Nun folgen die Tipps von Benjamin G., wie man die Gewürze richtig erhitzt, ohne dass sie Geschmack verlieren oder gar verbrennen. Zunächst geben wir Pflanzenöl in den Wok und dann die Zwiebel hinzu. Es folgen die Peperoni, Tomaten, Ingwer, Kreuzkümmel, Nelken, Kardamom, Lorbeerblatt, Koriander, Garam Masala und Kurkuma. Die Cashewkerne gibt man im Anschluss hinzu, sowie das Salz. Gefolgt von der Sahne und dem Joghurt. Den Reis setzt Benjamin G. nach dem Rezept Pi mal Daumen auf. Und das Ganze schmeckt lecker. Sollte der Panier nicht fest genug sein, hält Benjamin einen weiteren Trick bereit. Hierzu gibt er den Panier, der in kleine Stücke geschnitten wird, in eine kleine Pfanne mit heißem Öl und brät ihn von beiden Seiten an, sodass er nicht auseinanderfällt. Das gibt dem Käse darüber hinaus auch einen kräftigen Geschmack. Die angebratenen Käsestücke geben wir nun unter die fertiggestellte Masse. Shahi Paneer ist eines von vielen typischen indischen Kochrezepten, die das Buch zum Nachkochen bereithält. Wir wünschen guten Appetit!